Wir begrüßen euch von Team Family Force auf unserer 7. Hanse Challenge in Stralsund. Und neben mir sitzt der Dennis G. Und dem wollen wir gerne mal ein paar Fragen stellen. Und zwar, in 3 Wochen ist ja Bochum. Wie bereitest du dich auf Bochum vor? Ich spiele mit meinen Teamkollegen von Team GVM. Wir haben verschiedene Metadecks aktuell. Wir haben Mermail, ABC, Blue Eyes, Metal Force bei uns. Das hoffe ich reicht. Es fehlen noch ein paar Decks, gegen die ich gerne testen würde, aber ich denke, das sollte fürs Erste erstmal reichen. Also gehe ich davon aus, ihr werdet alle dabei sein? Nein. Wie? Nein? Tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich alleine, weil meine Jungs müssen arbeiten und haben nicht immer Zeit, leider. Dann sehen wir uns definitiv, weil ich bin auch dabei, genauso wie fast komplettes Team Family Force. Ja, wie bereitet ihr euch direkt vor auf dieses Turnier? Na, erstmal steht ja immer die Planung an. Das heißt, wir fangen früh an, Hotels zu buchen, beziehungsweise wir sind dieses Mal in so einer privaten Herberge. Hm. Übrigens auf Tipp von Burkhard von Team Family Force. Ja. Dann wird immer geplant, wie passt das finanziell? Können wir die Leute von der Zeit her? Ja. Und dann geht es an diesen, wir haben wöchentlich dann so Testphasen, wo wir Duelle machen, wo wir wirklich aktiv richtig durchrackern und hoffe mal, dass es reicht. Meine erste YCS. Deine erste? Ja, ja. Dann sehen wir uns definitiv auf der YCS mit einem Interview danach, mein Freund, dass ich so mit ihm qualifiziert. Ja, innerhalb der Community rechnet man in Bochum damit, dass es die größte YCS wird, die es jemals gab. Aktuell schätzt man sogar schon 1500. Wie siehst du das? Ja, ich glaube nicht, dass das so viele werden. Und zwar ist das Format im Moment eher so, also es gibt viele Leute, die sagen, ja, es gefällt mir nicht mehr so, weil du halt, im Moment ist es so, wer anfängt, legt den Unbreakable Board hin und entweder du hast die Antwort oder du verlierst. Hm. Und das könnte zum Problem werden, dass Leute teilweise abspringen. Allerdings ist Bochum auch eine große Stadt, ist beliebt bei Yu-Gi-Oh! Also ich denke, viele Leute auch aus Italien, England oder den näheren Umgebungen kommen auch. Ich schätze mal so um die 1200 bis 1300. Ja, wenn wir uns mal die Zahlen angucken vom letzten Jahr. Letztes Jahr Bochum waren 1455 Teilnehmer. In Mailand im Dezember 2014 waren 1461 und in London 2013 1466. Wir hoffen mal, dass wir den Rekord, ich sehe gerade, von 2013 brechen werden. Also nicht vom letzten Jahr, sondern von 2013. Sehen uns spätestens dort. Ich finde schon mal gut, dass ihr euch so gut vorbereitet, auch wenn keiner Zeit hat. Du der Einzige bist, der nach Bochum fährt. Ja, leider. Aber jetzt mal was anderes, und zwar unsere Hanse-Challenge. Stralsund ist nun nach Greifswald, Rostock und Lübeck schon die 4. Stadt, in der wir unsere Turnierserie gestartet haben. Hast du jemals daran gedacht oder geglaubt, dass die Hanse-Challenge so erfolgreich wird? Ja, wir sind ja schon lange dabei und Burkhard hat mir schon viel über die Hanse-Challenge erzählt. Wir haben selber die Hanse-Challenge on Tour in Grevesmühlen mitveranstaltet mit Team GVM und wir waren von Anfang an überzeugt. Also das Konzept ist sehr intelligent durchdacht, es funktioniert. Die Zahlen steigen teilweise. Wir hatten in Lübeck, ich glaube, 67 oder 68 Spieler, was für eine kleine Turnierserie von einem Team sehr, sehr gut ist, gerade hier im Norden Deutschland. Ne? Wir haben ja auch, wir haben auch noch Schwerin, Wismar die Ecke, das ist alles eher so ein bisschen ruhig. Und ich denke, Rostock, Greifswald hat ja eine kleine Community. Und wenn man die noch enger zusammenschweißt, so wie jetzt mit Stralsund zum Beispiel, finde ich, ist das nicht nur eine gute Idee, sondern es scheint zu funktionieren. Hm. Man hofft natürlich, dass Team Family Force das weiterhin so machen wird. Lassen wir uns überraschen, Mann. Ja, aber kurze Daten nochmal, bevor wir es hier vergessen. Natürlich, wir sind ja hier in Stralsund. Wir sind 47 Teilnehmer. Ist relativ wenig, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir in Kassel das LLDS-Final haben. Ja. Wieso seid ihr nicht dabei oder du? Ich habe nicht eine Quali gespielt, gar nicht. Vernünftig, sonst wärst du nicht hier, ne? Genau. Ja, denn aktuelle Format hast du selber schon kurz angesprochen, ABC, ein bisschen Mermel ist da, denn dieses neue Fallendeck, Palle, ich kann es keiner aussprechen. Kann keiner aussprechen, gut, sind wir uns einer Meinung. Ja. Und denn hier Metal Four. Metal Four ist, glaube ich. Was meinst du, wie wird sich das Format noch ändern? Wird sich es ändern? Ja, es wird noch ein bisschen aggressiver werden. Metal Force legt halt diese angesprochenen Unbreakable Boards hin. Ja. Mit Alkahest und du kannst die Kröte sogar drin spielen. Und das sind halt so Karten, die sind auch ein bisschen unfair. Ich bin immer so ein Fan von fairem Yu-Gi-Oh! Das heißt also Karten wie Vanity's Emptiness und diese Kröte. Oder was, auch was ist eine Vanity Emptiness fair? Nicht fair. Und ich finde, solche Karten sind also gut fürs Format, aber sie werden dauerhaft gespielt und auch die Dimensionsbarriere wird weiterhin viel gespielt werden, gerade in ABC. Hm. Das macht es halt etwas, wie ich schon sagte vorhin, für die Spieler einfach unangenehm zu spielen. Und deswegen sind so aggressive Decks wie Metal Force, die halt echt gut auspacken können, First Turn, ja,
ziemlich mächtig. ABC kann das auch. Die haben ja diesen Tsukuyomi Play mit ABC Dragon Buster, vielleicht noch eine Instant Fusion hinterher oder so. Aber ich finde, das geht immer. Es kommt immer darauf an, was für Fallen du hast. Hast du natürlich 3 Strikes oder so unten, keine Ahnung. Ich glaube, startest du mit 3 Strikes und Tsukuyomi, dann hast du sowieso schon fast gewonnen, würde ich mal sagen. Es ist ein bisschen so, wer Würfel gewinnt, der gewinnt. Ist richtig. Das ist halt das Problem heutzutage, was wir momentan haben, den aktuellen Format. Ne? Wer Würfelwurf gewinnt, entscheidet im Endeffekt schon die erste Runde. Genau. Zweite Runde ist gut Glück und dritte Runde, wenn es dazu kommen sollte, der entscheiden darf, wer anfängt. Ja, ich danke dir erstmal für das kurze Interview. Möchtest du noch, bevor wir hier unser Interview beenden, jemanden grüßen? Natürlich, ich grüße mein Team, Team GVM. Das sind Christoph, Mike, Daniel und auch den anderen Mike, der leider nicht mehr dabei sein kann im Moment. Ich freue mich auf die nächste Hanse-Challenge in Greifswald. Wir werden wieder dabei sein. Hanse-Challenge ist für uns Pflichtprogramm und hoffen, dass auch da wieder ausreichend Spieler vorhanden sein werden. Und auch vor allem mehr von uns. Ja, das hoffe ich, weil wir sind ja nur 47 heute. Aber ich denke mal, in Greifswald, da kennt man uns, da kommen auch viele sehr gut hin, werden es ein paar mehr sein. Ja, dann war es das von meiner Seite, dann bedanke ich mich fürs Interview und dann sehen wir uns in Bochum. Denn viel Spaß. Danke.